Klaus, der IFO ist heute um 0,3 Punkte nach oben gegangen. Ist das jetzt das Ende des Sinkflugs? Ob es eine Trendwende war oder ist, müssen wir noch abwarten. Da bin ich noch etwas vorsichtig, weil wir haben jetzt einen Anstieg nach einem Rückgang in den letzten Monaten. Deswegen sollte man vorsichtig sein. Was wir aber gesehen haben, ist abnehmender Pessimismus mit Blick auf die kommenden Monate. Abnehmender Pessimismus hört sich nicht direkt an nach wahnsinnig optimistischer Einschätzung. Werden wir also in der Winterrezession bleiben? Die wirtschaftliche Entwicklung wird weiterhin schwierig sein. Wir haben vom Pessimismus gesprochen. Wir sind wirklich noch ein Stück weit vom Optimismus entfernt. Also wir sind durchaus noch im Keller, im Stimmungskeller. Wir sind halt ein paar Treppenstufen hochgegangen, aber die wirtschaftlich schwierige Entwicklung wird sich auch in den nächsten Monaten so fortsetzen. Gibt es irgendwelche Branchen, in denen es positiv aussieht, damit wir ein bisschen Licht am Ende des Tunnels erkennen? Es gab wenige Lichtblicke. Also der Anstieg des IFO-Index insgesamt ist aus dem Dienstleistungssektor gekommen. Wenn man da reinzoomt, sieht man, der Bereich Transport und Logistik hat ganz gut performt. Vielleicht hat man auch ein bisschen von den Bahnstreiks profitiert. Auch der Werbebereich hat bessere Zahlen gemeldet. Vielleicht möchte man aus der Konjunktur mit einem höheren Werbebudget kommen. Das waren so wenige Lichtblicke, die uns vielleicht ein bisschen Hoffnung geben für die kommenden Monate. Vielen Dank. Sehr gerne.